So. Ein kurzer Check, ob alles läuft. Hallo. Bisher anscheinend noch nicht. Wartet ihr bitte einen Momentchen. Ich hoffe, die Übertragung hat gestartet. Hab gerade nicht ganz auf den Bildschirm geachtet. Ah, da, jetzt. Okay. Ja, komm, das ist doch perfekt. Ah, da, jetzt. Das ist doch wirklich perfekt, ey. Das läuft, ja, echt ganz gut. Also, heute mal, ja, ein bisschen Fortnite. Ist der Ton noch gut? Ah, da, jetzt. Das ist doch wirklich perfekt, ey. Ja, auch die Lautstärke vom Spiel ist wirklich richtig gut. Ein Zuschauer, ja, das bin ich selber. Was bin ich für ein Vollidiot, ey. So, heute haben wir ein bisschen Fortnite. Ich möchte jetzt nämlich mal ein bisschen mehr Fortnite so auf meinen Kanal bringen. Und ich sag's direkt, ich bin nicht gut in Fortnite. Hi! Hi, Golli. Wie geht's dir? Wenn du willst, können wir auch gleich zusammenspielen eigentlich. Könnten wir vielleicht mal machen. Ja, um 13 Uhr 30, achso, 13 Uhr 30 Duo. Ja, klar, können wir gerne machen. Wir können gerne Duo spielen, wann du willst. Erstmal will ich jetzt aber erstmal alleine so also normal spielen. Ja, wer Fortnite nicht kennt, was für eine dumme Frage. Jeder kennt Fortnite, also brauche ich gar nichts zu erklären. Nein, ich erkläre es trotzdem gleich nochmal in meiner ersten Runde so ein bisschen. Aber ich sag's direkt dazu, ich bin nicht gut in Fortnite. Ich bin extrem schlecht und deswegen dürft ihr auch nicht keine heftigen Gameplays und sowas erwarten. Ich bin wirklich komplett schlecht. Und außerdem kann ich euch auch noch ankündigen, dass jetzt sehr viele Streams im Verlauf dieses Wochenendes kommen werden. Also, dass ich manchmal vielleicht FIFA spielen werde, aber hauptsächlich eigentlich wollte ich nochmal Fortnite spielen, weil ich gerade eigentlich mega Bock drauf habe. Und deswegen, ich habe schon ein bisschen Geld für Fortnite ausgegeben. Das sind meine Skins, die ich bisher so habe. Den kann man ja so umsonst kriegen, habe ich aber noch nie gespielt, weil ich den irgendwie komisch finde. Naja, egal. Ja, so ein paar Skins halt. Brauche ich glaube ich noch nichts zu sagen. Falls ihr mal wollt, dass ich euch meinen Sprint und sowas zeige, könnt ihr das gerne mal in den Chat oder in die Kommentare schreiben, wenn das Stream schon zu Ende sein sollte. Hier nochmal ein kurzer Überblick über mein Rückenaccessoire, wobei ich finde, bei dem Skin passt eigentlich gar kein wirkliches Rückenaccessoire dazu. Ich meine, dann Spitzhacken, ja, auch nichts Besonderes. Vielleicht habe ich auch nicht so allzu viele. Und das ist wirklich heftig, nein. ja, Waffentarnung, die habe ich mir letztens aus einem Itemshop gekauft. Die ist mega geil irgendwie. Hier diese Kevin-Lackierung ist auch ganz geil. Ja, und sonst eigentlich halt alles ganz normale Lackierungen, ne? Was ich irgendwie komisch finde, hier ist einmal diese, warum sind hier eigentlich die Waffentarnungen, die zu diesem Skin hier gehören, einzeln aufgeteilt? Das verstehe ich irgendwie nicht. Na egal. Ja, Tänze. Ja, brauche ich glaube ich nichts zu sagen. Wir gehen direkt rein in die erste Runde. Wer ist alles online? Aha. So, das bedeutet, ich bin Level 63. Battle Pass Stufe 81. Also fehlt nicht mehr viel, bis ich es geschafft habe. Wobei ich das, was ich erreichen wollte, habe ich auch erreicht mit diesem Emote. Demo, das ist irgendwie geil und diesen Pixel-Pilot werdet ihr auch gleich sehen, mein Gleiter. Läuft alles? Mal gucken, wenn es gerade lädt. Night. Ist der Ton noch gut? Läuft alles? Ja. Mal gucken, wenn es gerade lädt. Mal sehen, wenn gleich die Night. Runde losgeht. Ist der Ton noch gut? Läuft alles? Ja. Mal gucken, wenn es gerade lädt. Mal sehen, wenn gleich die Runde losgeht. Ja, Ton ist echt gut. Das ist so in Ordnung. Falls ihr den Ton irgendwie lauter oder leiser oder sowas haben wollt, schreibt einfach in den Chat. Ja, Tilted Town geht ja jetzt in den nächsten Stunden weg. Da ist ja auch schon der Rift Beacon aufgebaut. Irgendwas wurde gesagt, dass es jetzt weggeht, deswegen landen wir einfach in Tilted einfach mal. Können wir machen.
Ja. Also ich glaube, erklären muss ich das gar nicht wirklich, weil ihr es eh kennt. Ihr kennt Fortnite eh alle, also. Aber ihr dürft hier von mir wirklich keine guten Gameplays und sowas erwarten. Ich bin echt schlecht in Fortnite. Und hatte einfach nur mal Bock, das zu zocken. Wie viele Leute landen hier? Ja, ein paar. Ganz in Ordnung eigentlich. Warum liegt hier nur ein Jagdgewehr? Ich brauche kein Jagdgewehr. Oh nee, der hat den Slurp. Ah, ich muss hier weg. Ja, geil. Ach, der hatte nur einen Slurp. Ja, moin. Okay, ich glaube, ich sollte nicht so heftig rumtanzen und sowas. Weil, glaube ich, das wird nicht so gut. Also sollte ich hier vielleicht den Slurp oder sowas trinken. Den, ja, erstmal, ja, Slurp. Das ist auch voll ein Slurp. Okay. Ich habe immer noch nur dieses scheiß Jagdgewehr. Jetzt habe ich eine Pistole, okay. Ich mag Tilted Town eigentlich, auch weil man da nicht bauen kann. Ich komme damit eigentlich super zurecht. Nur halt, was mein Problem hier ist, die Waffen. Man findet hier so eine Müllwaffen. Also ja gut. Also man findet hier nur so ein... Ja, jetzt sind das natürlich keine Müllwaffen mehr. Man findet hier nur so einen kleinen Pool an Waffen, so gefühlt irgendwie. Auf jeden Fall nicht alles, was man finden kann eigentlich. Ja moin, gerade kamen noch von überall Schüsse, jetzt auf einmal nicht mehr oder wie. Nur halt, also eben, wenn ich kämpfe, dann ist es eigentlich ganz normal. Okay, da wird gerade was gemacht. Erstmal Munition mitnehmen. Erstmal Munitionsbox öffnen. Okay. Erstmal wieder hochheilen. Das war gerade, ja. Eine anders komische Aktion von mir. Nein! Hä, wie macht der mir denn One-Hit? Ja, moin, der ist auch direkt gestorben. Ach, der hatte wahrscheinlich auch eine blaue. Ja, da. Nee, da hat. Hä, der hatte auch noch eine grüne. Ja, gut, ich hätte eigentlich warten müssen. War vielleicht ein bisschen doof von mir. Aber ich lande eigentlich gerne in Tilted Town. Leider geht das ja jetzt weg, deswegen werden wir jetzt auch hauptsächlich in Tilted Town landen in diesem Stream. Auch damit ihr wenigstens mal was zu tun, was zu sehen habt. Ich weiß, dann wird's viel, ja, ich werde viel sterben und sowas. Aber währenddessen können wir nochmal einfach, weiß ich, irgendwas machen. Ich entschuldige mich ebenfalls dafür, ich bin ein bisschen krank. Deswegen kam auch jetzt letztens keine Videos mehr, weil ich nämlich mega krank bin, aber jetzt habe ich mir gedacht, ach egal, jetzt habe ich mal so ein Wochenende frei, wir haben ja auch gerade Praktikum und deswegen ist das ein bisschen doof und ja, ist halt ein bisschen komisch, ne? Aber egal, läuft ja noch alles. Deswegen habe ich jetzt auch in letzter Zeit wegen dem Praktikum keine Zeit, um so richtig hier so zu ja halt zu streamen und zu zocken und sowas und ja. Wir werden jetzt nicht, dass wir den ganzen Stream lang nur in Tilted landen, aber schon mal so manchmal. Ja moin. So, weiter geht's, ab geht's. Ja. Tilted Town anvisieren. Ich find's schade, dass Tilted Town weggeht. Von mir aus hätte, was weiß ich, Retail Row oder sowas weggehen können und dafür in diese Stadt rein. Ich find's so dumm, dass eine Stadt weggeht, die zum Anfang diesen 10 erst reingekommen ist. Das finde ich ziemlich komisch irgendwie.
Okay, ein paar Leute sind hier doch. Aber auch nur ein ganz paar Leute. Nein, das Schießeisen ist meins. Das Schießeisen ist meins. Nein, 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 der muss nachladen. Nein, meine Fresse, ey. Mann, warum ist das? Die Waffe ist ja mal totaler Müll. Dieses Schießeisen-Kacke da. Ich glaube, ich lande doch nicht mehr in Teletown. Macht ja überhaupt keinen Bock die ganze Zeit. Einfach nur sterben, mehr nicht. Ja, alles gut. Alles im grünen Bereich. Ich habe auch bisher in Fortnite ganze 2 epische Siege geholt. Ich bin halt echt heftig. Nein, also 2, also so gesehen 2 Solo-Siege und 2 Duo-Siege habe ich geholt. Also alles gut bisher noch. Ja, ich spiele auch erst seit Season 9. Seit Anfang Season 9 zocke ich erst Fortnite, aber ja. Wo sollen wir denn mal landen? Ich glaube, ich lande mal in meiner Lieblingsstadt da unten. Noch, dass da niemand hingeht. Ja, wow, das hat ja auch wirklich was gebracht, dieses Tanzen da gerade. Naja, aber da sollte keiner hingehen. Auch wenn das recht am Anfang der Busroute ist, aber das ist ja komplett am Rand der Map, deswegen. So, auf den Weg zu meiner Lieblingsstadt, angepeilt und ja, ich finde irgendwie, ja, also meine, die Städte, wo ich am liebsten lande, sind eigentlich da hinten halt, das Jerusalem, Banditenstadt, keine Ahnung, wie man die nennt. Denn hier vorne die Rennstrecke, da lande ich eigentlich richtig oft, vor allem hier und da, so bei der Eisdiele und dieses, was davor mit Moist the Palms reingekommen ist und halt auch bei der Rennstrecke so ein bisschen. Dann beim Vulkan lande ich recht oft, daneben bei dem ehemaligen Tilted Town, bei den ehemaligen Tomato Town lande ich auch recht oft. Und dann gehe ich hier rüber zu diesem kleinen Geheimversteck, wo bis zu 3 Kisten sein können. Das ist lustig irgendwie da am Werk. Gut, hier geht kein anderer hin. Ist natürlich gut, dass ich erstmal looten kann. Und dass sie mich vielleicht mal ein bisschen, ja, halt spielen sieht, so ein bisschen wenigstens. So, eine Schadensfalle ist in Ordnung. Noch eine Schadensfalle ist auch in Ordnung. Brauche ich nicht mehr, eigentlich brauche ich auch die AR nicht. Ich habe ja schon eine AK, also reicht das. Was spielt ihr denn lieber in Fortnite, AK oder AR? Das würde ich jetzt mal eigentlich gerne wissen, wer spielt überhaupt Fortnite? Das ist halt noch eine bessere Frage eigentlich, aber ja, bei mir kommt es immer drauf an, so wie jetzt zum Beispiel, was hat die höhere Farbe? Wenn ich jetzt eine blaue AK und eine graue AR habe, dann nehme ich lieber natürlich die AK, ist klar. Aber halt auch, wenn es beides eine Farbe ist, dann entscheide ich mich eigentlich öfters für die AR, weil ich damit irgendwie besser klarkomme, weil die auch ein bisschen schneller schießt. So, war ich da schon in diesem Haus? Ich glaube nicht. Nee, war ich auch nicht. Ja, nennt mich ruhig dumm, ich habe diese Hilfe da an, dieses Soundeffekte visualisieren, das habe ich an, ja. Ich bin halt einfach, ja, dumm. Nein, aber ich finde das recht schwer, das in Fortnite so hier so den Überblick überhaupt zu behalten. Von wo die Gegner kommen und sowas. Ich finde das richtig, richtig schwer. Vor allem, wenn man keine Kopfhörer hat, dann finde ich das noch viel, viel schwerer. So machen wir das dann mal.
Oh moin, hier ist nix. Ich finde es irgendwie komisch, dass diese Fernseher, diese Fernseherin, keine Ahnung, was die Mehrzahl von Fernsehern ist. Fernsehern. Keine Ahnung. Ich bin dumm. So, Revolver nehme ich mal lieber mit als diese Müllsniper. So, Pumpgun habe ich auch schon. Das ist natürlich ganz geil. Schallgedämpfte MP, ich habe meine Lieblingswaffe. Ja, manche nennen mich jetzt wahrscheinlich dumm, dass ich mir die Schallgedämpfte MP mitnehme für diese Bohrmaschinenpistole, nennen ja viele. Aber die Schallgedämpfte MP ist meine Lieblingswaffe, meine totale Lieblingswaffe. Die ist einfach mega geil. Ich liebe diese Waffe. Nein, aber so. Ja, dieser Ort hier ist halt mega geil und auch so ein kleiner Geheim-Spot so irgendwie. Ich meine, jetzt kennt den fast jeder, aber in einem fast jeden Haus überall immer 30.000 Kisten so gefühlt. Deswegen, ja, es ist halt ein bisschen lustig. So, war ich hier schon drin? Ich glaube schon, ich weiß es aber nicht. Ja, ich war hier schon drin, aber oben ist glaube ich noch was. Das ist glaube ich das Haus mit den drei Stöcken. Ja, das ist es. Das war ja das gelbe Haus hier in der Stadt. Ja, ich kenne mich hier so ein kleines bisschen wenigstens aus. So, ich muss jetzt auch langsam in die Zone. Wir müssen ja eigentlich alles gelootet haben. Haben wir das hier schon gelootet, dann loote ich das hier nochmal irgendwann nicht. Haben wir aber schon. Da war ich eh schon drin. Hier ist unten nichts. Oben. Ist hier oben was? Nö. Und das letzte Haus. Und da lächelt mich doch schon eine blaue Pump an. Das ist natürlich geil. Ja. Ja. Ich bin dumm. Ach du Scheiße, muss ich weit wegen der Zone. Okay, ich glaube, ich gehe nach Moisty Primes in der Hoffnung, dass da die Rifts sind. Wollen wir mal diese Kiste hier mitnehmen. Okay, ich muss Splashies mitnehmen. Ich muss die Splashies mitnehmen, sonst habe ich keine Überlebenschance. Ich kann nicht nach Moisty Pipes gehen. Das ist auch schon. Das wird jetzt richtig, richtig. Ja, fuck, Alter. Das habe ich jetzt ein bisschen. Ja, ein kleines bisschen verschätzt, so ein bisschen. Ich habe gedacht, die Zone ist recht nah dran. Ich kann jetzt auch gar nichts mehr looten. Ich muss auf direkten Wege in die Zone. Materialien und sowas brauche ich auch nicht mitnehmen, weil dann sterbe ich nur irgendwie. Wie viele Meter muss ich da noch laufen? 600 Meter. Ach du Scheiße. Wir sagen so, ich schaffe 5 Meter in die Sekunde. Das ist echt schwer. Das wird extrem schwer. Weil die Zone ist ja auch ein minimales Stückchen schneller als ich. Noch habe ich jetzt, ja, die für 200 Leben. Aber guck mal, wie auf einer Map, wie nah die Zone schon kommt. Das ist natürlich ein minimales Stückchen Problem. So. Jetzt haben wir auch schon direkt die Zone eingeholt. Ja, hier war ja auch diese Drohnen waren hier, ja. Naja, aber so richtig. Ja, dass die golden. Nee. Ich renne lieber direkt in die Zone, das ist nämlich ein bisschen sicherer, finde ich zumindest. Noch 300 Meter, bis ich endlich in dieser blöden Zone bin, ey. So, hierhin muss ich rennen, damit ich genau die Route habe. So, ja. Die ganze Zeit muss ich jetzt rennen. Und ich habe jetzt die Splashies mitgenommen, weil mir nichts anderes übrig bleibt, weil ich ja nur so meine Leben wieder auffüllen kann, so ein bisschen wenigstens. Und ja, zumindest ist die nächste Zone sehr, sehr nah dran.
Ich möchte eigentlich noch nicht die Splashies verwenden. Muss es aber wahrscheinlich jetzt gleich. Moin, über Bandos. Ich brauche die Bandos. Oh nee, da vorne ist direkt ein Fight. Und da rennt ein Gegner. Ja, moin, ey, kacke. Okay, erstmal in die Zone. Und Bandos können. Okay, da vorne, dafür bin ich zu weit weg. Nee, der wird nichts machen, aber der da vorne, der geht mir schon mal so ein kleines bisschen. Nee. Ich renne lieber erstmal weiter in die Zone. Oh mein Gott, da kommt auch noch ein Hoverboard. So knapp, Alter. Der hat so wenig Leben. Na egal. Ich hoffe jetzt einfach, dass er da oben nicht mehr ist. Und auch sorry, wenn jetzt andauernd so eine Phasen kommen, wo ich einfach komplett ruhig bin. Man muss sich halt bei Fortnite oft konzentrieren. Deswegen. Nein, 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 nein. Ah, Hilfe. Der baut vor allem nicht, ne? Bam, Digga. Das war so der schlechteste Fall, den ich je hatte. Boah. Okay, schnell Miniscan. Wir haben mir natürlich meinen ganzen Schild weggeballert. Das ist natürlich ein bisschen dumm. Ich muss da irgendwie rüberkommen, ohne zu sterben. Aber ich gehe natürlich zu denen da vorne. Und sonst einfach mal gucken, ob da noch ein... Nee, warte mal, ich muss da rüber, weil da sind ja noch Kisten. Und da unten ist ein Lama. Okay, komm, bitte. Lama, sei mal auf meiner Seite, okay? Nein, hier gehe ich lieber nicht runter. Hier aber. So, komm, go Lama, go. Okay, Splashies sind wichtig. Sind sehr wichtig. Erstmal ein paar Leben haben. So, die Splashies waren gerade richtig wichtig. Warum habe ich eigentlich das Hoverboard von dem Berg da drüben nicht mitgenommen? Ich bin ziemlich dumm, ich weiß. So, die Splashies waren aber richtig wichtig. Jetzt muss ich nur noch vielleicht ein Biggie finden. Das wäre noch perfekt. 165 Leben, das ist... Aber noch mehr Splashies, oh mein Gott, das ist richtig wichtig gerade. Und da bin ich wieder auf 200 Leben. Und jetzt finde ich natürlich auch noch den Biggie, okay. Dann finde ich sogar noch einen Biggie, okay. Aber ich bleibe lieber bei den zwei Minis. Der Biggie braucht so lange, bis man es getreuert, bis man ihn getrunken hat. So, auf jeden Fall ganz gute Runde bisher. Noch 7 weitere, 7, 8. Ich bin voll Idiot, ey. Noch 8 weitere Leute erleben und da vorne rennt einer. Oh mein Gott, der hat mich gesehen. Ja, geil. Erstmal den Baum da wegmachen, weil der gerade ein bisschen minimales Stückchen nervt. Na moin. Nein, 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 das wird so nix. So, snipen das Christenchen. Habe ich ein... Ja, ich hab 2 Jump Pads, okay. Ich muss es eigentlich machen, ne?
So, mal eben schnell ein bisschen weiter weg. Der hat mich zum Glück nicht getroffen. Vielleicht eine kleine Verschwendung fürs Jump Pad, aber naja. Wie man es nimmt, ne? Ich hätte vielleicht auch direkt zu ihm gehen können. Ich habe 200 Leben, ich habe eine Pumpgun und sowas. Also, ich schleiche mich jetzt nochmal wieder an von der Seite. Da vorne ist er. Oh Mann. Ich flieg da mit dem Jumpy weg, Alter. Und von da irgendwo hat jemand gesniped. Ich renne jetzt auch zum Jump Pad. So, okay, ab. Auch rein nach Tilted Town. So, irgendwo ist wieder der Gegner. Nein, nicht backen. Warum rennt die Zone jetzt? Oh nein. Hallo? Nein, bau nicht möglich. Och nee, ey. Ja geil. Ciao. Samon macht die Zone jetzt viel Schaden. Oh nee, ey. 123 Leben. Ja moin. Nur weil ich ganz kurz außerhalb der Zone war. Jackpot. Ich brauch das. Ich brauch das, meine. Bau, 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 bau. Ich muss mir es gönnen. Ich muss es mir. Ich muss es. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Bitte, 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 krieg das noch durch. Yes, ich hab's durchgekriegt. Ja moin, ey, schade, meine Güte, ey. Ah, Mist, war das knapp. 56 Leben, ja moin, der hat ja auch wirklich die 200, Alter. Ach Mann, ey, hat irgendjemand geschrieben? Nö. Bist du auch noch da, Golli? Nein, nein. Diese Woche gibt's wieder ein... Oh Mann, ey. Schade, ey. Echt. Na ja, gut, aber wenigstens eine coole neue Waffentarnung. Also jetzt mal spielen wir mal den Skin mit welches Rückenaccessoire passt dann ganz gut dazu? Wird's das hier in lila geben? Das wäre geil. Leider gibt's das nur in rot und in rot passt es überhaupt nicht dazu. Gelb, nein. Blau, ja. Ich glaube, ich nehme das in blau. Als Rückenaccessoire. Denn Spitzhacke nehmen wir. Meine coolste, finde ich. Der Gleiter bleibt. Und ja, dann nehmen wir mal die neuen. So, ab geht's. Next Round, also, naja, meine Runden sind zwar nicht so wirklich spektakulär jetzt so als irgendwie, ne? Aber dafür sind sie ganz cool irgendwie. Ich finde, das macht einfach Spaß. Wie lange streame ich jetzt eigentlich schon? 20 Minuten, ist so okay. Naja, 30 Minuten ungefähr, würde ich jetzt so sagen. Warte, können wir mal eben gucken. Ja, 30 Minuten. Das ist natürlich ganz cool. Ja, jetzt muss das erstmal wieder laden. Das ist natürlich ganz cool. Der Ladebildschirm ist irgendwie geil.
Ich habe ja auch das Live-Event mit den Roboter miterlebt, deswegen habe ich auch den Skin vom Roboter, habt ihr wahrscheinlich gerade gesehen. Aber, ja. Hallo? Jetzt. Dann mach lieber den Emote. Wo soll ich denn jetzt mal hingehen? Ich gehe mal nach Greasy Grove. Das ist nämlich auch ein geiler Ort irgendwie. So. Habe ich eine? Ja, habe ich. So, und raus da. Okay, irgendwie finde ich, sieht die... Hey, die Fallanimation sieht ja mega komisch irgendwie aus. Voll wenig irgendwie. Irgendwie sah es auf dem Bild mehr aus, so. Naja, egal. Ist ja eh nur einmal und jetzt sehe ich die eh nie wieder. Das heißt nie wieder, aber... Drei weitere Leute gehen hier mitten. Okay, direkt eine geile Waffe. Ich kann jetzt schon eigentlich auf Gegnersuche gehen, aber ich will lieber noch mal eine. Nein. Ja, moin, bin ich doof. Meine Fresse, bin ich doof, ey. Ey, das soll ja mal so eine. Nee, warte, ich brauche mir gar keine Bandos gönnen. Gleich ist doch eh Taco-Zeit und dann geht das Ganze wieder. Ja, Taco-Zeit! Schön, dass die Taco-Zeit gerade kommt. Oh, Leute, hier liegt noch eine AK. Ich find's schade, dass die Taco-Zeit so gekürzt wurde. Weil das ist ja wirklich, die ist ja nur noch so gefühlte 80, gefühlte 5 Millisekunden und dann ist er schon wieder weg. Oh nein. Okay, ich muss mir das Flashies gönnen. Wo war der Gegner denn jetzt? Ja, moin, Digga. Ja, ich muss weg. Ja, ich habe keine Munition mehr. Schmeckt das Ganze? Ja, Taco-Zeit, perfekt. Alter, ey, die Taco-Zeit rettet gerade wieder mein Leben. Rettet gerade wieder mein Leben, ja. Ah, auf jeden Fall. Ja, alles wieder nachladen. Ja, ich brauche halt irgendwie Blue Life, ne? Das ist halt so die Sache. So. So, ich hau raus aus diesem Haus? Ja. Was soll mir das bringen, die ganze Zeit in diesem einen Haus drin zu bleiben? Das war zum Glück nicht auf mich gerichtet. Mal hier noch ein. Hä? Hier war gerade noch irgendwo ein Taco. Hm. Okay, zum Glück. Bin ich hier jetzt noch reingekommen, weil hier nichts ist. Das ist mega komisch. Hey, warum sind hier in diesem Haus keine Kisten? Okay, eine blaue AR. Eine graue AR. Die brauche ich aber auch eigentlich gar nicht. Aber was ist denn hier los? Hier ist ja gar nichts in diesem Haus. Zum Glück bin ich nicht hier gelandet. Ja moin, dann hätte ich jetzt nur... Warte. Ein paar Bandos. Und... Eine AR. Und was hätte ich noch? Eine Pistole. In Grau. Okay, da ist ein Gegner.
Ja moin, irgendwann muss es doch auch mal. Ja moin, von irgendwo sniped einer. Ich weiß halt nur nicht von wo. Ja komm, den Gegner muss ich noch mal eben töten irgendwie. Ja, den habe ich. Erstmal weg hier. Warte, ich hole mal einfach den Loot von denen. Macht er schon, okay. Och Mann. Hack habe ich. Alter, von irgendwo sniped immer noch einer. Okay. Ich geh mal in das Haus. Von irgendwo sniped hier einer. Aber zum Glück trifft er nicht. So, diese paar Teile habe ich mir auch gegönnt. Wir haben auch auf ganz lecker schmecken am Basis. So. Okay, komm. Das war ein bisschen Verschwendung, aber wenn er hier schon liegt, dann nehme ich den natürlich mal mit, lol. Hä, von wo sniped der denn? Hä? Ich habe immer noch keinen Plan, von wo das sniped. Okay. Hä? Irgendwo hier. Sorry Leute, wenn ich gerade wieder so ruhig bin, aber... Tacozeit. Ich glaube aber, der ist außerhalb von Dingsens. Ich muss ja erstmal weg. Weil irgendwo da war auch noch ein Sniper und das ist halt ein bisschen komisch. 4 Kills habe ich schon. Oh mein Gott, geile Runde gerade. 4 Kills ist für mich schon ganz gut. Okay, ein Slurper, den muss ich natürlich mitnehmen. Hey, dieser Sniper dahinter, Greasy, der macht mich auch irgendwie paranoid, ne? Wenn ich sterbe, dann bitte nicht an irgendeinem scheiß Sniper-Schuss. Das ist einfach scheiße, daran zu sterben, ey. Oh nee, neuer Roboter ist gelandet. Ja, geil. Eigentlich brauche ich noch ein paar Meds. Bisher habe ich hier fast gar nichts an Materialien. So. Nice Runde gerade. Ich habe gar nicht alles nachgeladen. Ja, ist eine geile Runde bisher. Ich glaube, ich renne jetzt mal immer noch Loot Lake zu der Kugel. Okay, der Roboter ist schon weg. Ist natürlich gut. Den hat sich dann wahrscheinlich irgendjemand... irgendjemand hat den Roboter dann ja weggemacht. Also Selbstzerstörungsmodus aktiviert.
So. Ja, bisher alles im grünen Bereich. Alles komplett in Ordnung. Okay, da ist einer. Ich wäre nur in die Kugel, damit ich den Rift da drin benutze. Ich finde das eh doof, so in der Season 10, dass da die Mobilität so extrem runtergegangen ist. Weil waren ja wirklich alles weg. Oh mein Gott. Nein, ich kann nicht snipen. Warte. Yes. Ah, ich sehe nichts. Nicht direkt an den Gegner, okay. Folgt mir jetzt nicht, ne? Nö, dein Loot Lake sind die meisten Gegner. Okay, ich glaube, ich gehe hier mal hin. Auf diesen Berg hier. Ein paar Mets farmen. Ja, moin, zwar mal einfach daneben gehauen. Was ist da denn los? Hä? The fuck? Keine Ahnung. Naja, egal. So langsam kann man mit den Mets auch arbeiten. Ja, ich weiß, ich mache mich dadurch jetzt einfach nur auffällig, aber das ist auch scheißegal. Mann, ey. Oh, meine Güte. Im Baum bin ich noch nicht so schnell, aber es ist ja auch eigentlich komplett egal. Okay, ja, mich snipen tut natürlich keiner, ist natürlich ganz gut. Und dort ist irgendwo bei der Kugel wieder eine. Der ist ja gar nicht mehr, ich voll Idiot. Einfach Sniper nachladen. Der Typ ist immer noch da, oder? Jo, ist er.
Ey, jetzt turteln die sich da alle ein. Immer noch die 4 Kills. Weil ich habe jetzt gerade ein minimales, kleines, großes Problem. Ich habe ein minimales Problem. Aber wirklich ein minimales, riesiges Problem. Keine Mats. Ich habe keine Mats mehr. Oh Mann! Wie viele Leben hat er noch? Wie viele scheiß Leben? 42, Mann, noch ein Hit! Und er war tot. Oh Mann, ey. Schade eigentlich. Naja, egal. Das ist auch echt, das war gerade eine richtig tricky Aktion, so irgendwie. Echt schwer, da durchzusteigen. Naja, egal. Willkommen. Noch eine Runde geht. Ich glaube auch, wie lange habe ich jetzt bisher? 31 Minuten, hä? 47, ah, okay. Ja, okay, wir zocken noch eine Runde mit dem Roboter-Skin, würde ich halt einfach mal so sagen. Natürlich in Silber, weil das sieht irgendwie cooler aus als der normale. Es wird auch öfters, es wird sehr oft so sein, dass ich in Matches einfach überhaupt nicht mehr rede. Das liegt dann einfach daran, dass ich gerade richtig konzentriert bin und das halt, unbedingt noch mal ein bisschen weitermachen möchte. 4 Kills aber in der letzten Runde war ganz in Ordnung, denn irgendwie am Anfang war das ja ein Greasy Groove. Wir landen jetzt auch mal wieder ein Greasy Groove. Das ist nämlich ganz geil. Okay. Aber ihr seht ja die ganze Zeit schon den, hier, wie heißt das noch? Ja, ihr hört ja auch den Sound von Fortnite und sowas. Ist das eigentlich gut so? Da durchzusteigen. Naja, egal. Willkommen. Noch eine Runde geht. Ich glaube auch, wie lange habe ich jetzt bisher? 31 Minuten. Hä? So, langsam kann man mit den Mats auch arbeiten. Ja, das ist ganz in Ordnung auf jeden Fall. Ja, sorry, wenn ihr mich kurzzeitig mal doppelt hört oder sowas. Oder wenn ihr mal den Controller die ganze Zeit hört, wieder irgendwelche Tasten drückt und sowas. Das ist halt, ein bisschen anders. Ich versuche den jetzt ein bisschen weiter wegzuhalten von dem Mikrofon. Sorry, wenn es jetzt rauscht. So, wo sollen wir landen? Ich würde einfach mal sagen, wir gehen nach hier Greasy Booth wieder. Ich bin voll Idiot, ja. Hallo? Jetzt raus alle und weiter geht's. So. Auf dem Weg anpeilen. Greasy Groove. Ich finde das irgendwie hässlich, dass bei Greasy Groove nur so ein wirklich komplett runder Kreis ist. Ich hätte es besser gefunden, wenn irgendwie von hier so das alles weggeschmolzen wäre, das der Schnee. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Oh nee, hier ist direkt ein Roboter. Geil, Digga. Ich loote dieses Haus und dann lasse ich erstmal den Roboter explodieren. Ich habe gar keinen Bock auf einen Roboter. Ich kann mit denen überhaupt nicht spielen und ich will auch gar nicht mit denen spielen, weil das irgendwie dumm ist. Dann habe ich in der letzten Runde zum Ende hin keinen einzigen Hit gemacht. Also wirklich, die hatten alle noch Full HP, außer natürlich der mich gepusht hat und mich dann getötet hat. Ja, den habe ich Schaden gemacht, aber sonst eigentlich nix. So, ein knisterndes Lagerfeuer ist natürlich auch geil. Und da ist der Roboter auch schon weg.
Jetzt wissen zwar alle, dass einer ein Greasy Groove ist und dass ich das bin, aber. Also, die wissen nicht, dass ich das bin, aber die wissen, dass einer ein Greasy Groove ist. Aber es ist halt einfach sicherer, wenn ich den Roboter einfach explodieren lasse, bevor sich den irgendjemand schnappt und dann. Warum sneak ich? Und dann, ja, dann ist Remi-Semi los hier. Yeah. Meine Güte, ey, dieses Greasy Groove ist aber schlecht zum Looten, so irgendwie. Greasy Groove ist geil, um so 200 Leben oder was zu kriegen. Als ob niemand in Greasy gelandet ist. Doch, wollte ich sagen, da vorne ist doch ein Gegner, oder? Keine Ahnung, erstmal hier rein. Dieses Haus muss ich auch nochmal einmal looten. Lecker! Nehme ich natürlich auch mit, die Schale dann für Pistole. Ist natürlich auch eine ganz gute Waffe, finde ich zumindest. Nicht die beste, aber jetzt auch nicht so die schlechteste. Als ob hier Minis liegen und ich gerade eben Splashies verwendet habe. Ach, egal. Oh, nee, tanzen. Wuhu, ich es liebe. So, was haben wir hier drin? Noch ein Revolver, aber Revolver habe ich schon. Okay. Warte, so, und dann bin ich hier oben. War ich eben gerade noch ein Taco? Nee, ich habe das Gefühl, dass die Tacos auch irgendwann verschwinden, so von alleine. Ah, keine Ahnung. Kann ich ja gleich noch ein paar Tacos nehmen, wenn ich dieses Haus hier fertig gelootet habe. Mein Loot ist, naja, nicht so ganz der Beste. Hier war ich doch schon nicht voll Pfosten, Alter. Bitte, ja, okay. Ich da schon? Nee, in dem Haus da war ich noch nicht. Aber guck mal, das Haus hier ist der totale Müll. Erstens ist es ultra klein. Zweitens ist es mitten im Greasy Groove. Dass sich jeder abballern kann und sowas. Oh nein, und das direkt vor mir ein Hoverboard ist. Ach, das Hoverboard, das ignoriert mich schon. Wie kann denn das ein Hoverboard ignorieren? Ich weiß das, Leute. Und außerdem das Haus hat nicht mal zwei Etagen. Das ist das totale Müllhaus. Finde ich zumindest. Ich meine, ich lande hier nie. Es kann auch sein, dass hier der OP-Loot des Wahnsinns ist. Aber ich glaube das wohl eher nicht. So. Jo. Taco-Zeit ist in Ordnung. Hier war auch schon jemand. Hier war ich auch, du. Habe ich schon komplett Greasy Groove gedingst? Hey, das war mein Anfangshaus, oder? Ich glaube schon. Ich habe nicht komplett Greasy Groove gelootet. Hier vor allem war ich noch nicht. Und das zeigt auch, dass hier wirklich kein anderer Typ in Greasy gelandet ist. Hallo? Ich möchte hier einmal bitte rein. Danke. Ja, endlich, das Inventar entwickelt sich. So. Noch ein paar Minis. Getrunken und dann, ja. Mhm. So, die Runde, ja. Ne? Taco-Zeit, ich kann mal gucken. Okay. So, hier ist noch eine AK. Ne, ich glaube, ich nehme lieber die AR.
Na, wobei die AK macht mehr Pressure so ein bisschen, so die schießt ein bisschen, macht ein bisschen mehr Schaden im Allgemeinen halt, und das finde ich ganz geil. 4 Schüsse und der Gegner ist fast tot zumindest. Haben wir letzte Runde gesehen, da habe ich auch einen mit der AK getötet. War ich hier unten schon? Nein. Ja, aber ja, ist gerade echt spannend hier. Ist eigentlich überhaupt nicht. Nehme ich mir nochmal den Talo, ich wollte einen Taco nehmen. Jetzt habe ich das Taco kaputt gemacht, meine Güte, ey. Oh. Taco-Zeit, wie ich sie einfach liebe. Was ist das denn? Keine Ahnung, jetzt habe ich es weggemacht. Na, ich sollte vielleicht nicht hoch. Ja, komplett Crazy Groove Mine gecleared, also 0 Kills. Geil. Geil, sowas will halt wirklich jeder sehen. High Quality Gameplay. Ein bisschen schneller meinem sein. Ah, da sind 2 Roboter direkt vor meiner Nase, wenn ich in die Zone komme. Okay, da ist einiges passiert. Schalte ich ab M4. Nee, AK, ja, okay, aber das möchte ich auch gerne. Hallo? Pumpgun nehme ich natürlich auch gerne mit. Und natürlich diese paar Mats und sowas nehme ich auch mit. Ja, nehme ich lieber mal diese hier mit, weil die eine höhere Farbe hat und sowas. Ich kann mit der nicht so gut spielen, aber ich probiere es einfach mal aus. Ja, diese Runde ist wirklich die spannendste Runde, die man auf ganz YouTube gesehen hat, mit ganzen 0 Kills. Ja, auch sorry, ja, immer noch sorry, wenn ich manchmal einfach gar nichts sage. Es hat entweder, weil ich mich ein bisschen konzentriere, weil ich keine Ahnung habe, was mir einfallen soll, was ich sagen soll. Oder halt einfach, weil ich dumm bin. Nein, aber da vorne wird was gemacht. Mann, wie soll ich denn jetzt hinkommen? Ich muss uns jetzt. Ich will ein bisschen Action haben, deswegen will ich zu denen. Jetzt bringen wir das eh noch nicht zu schleichen. Nein. Okay. Sehr gut. So, jetzt. Oh mein Gott. Oh nein, ich glaube, der weiß, dass ich da bin, oder? Ja, komm, ich gehe zu ihm. Dim, 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 dim. Güte, jetzt haut er sogar ab.
Hallo, ich will dich doch nur töten. Wo bist du denn? Wo ist der Typ jetzt auf einmal? Na ja, gut. Auch egal. Das war zum Glück nicht auf mich gerichtet. Danke für diesen schönen Loot hier, den du mir überlassen hast. So, blaue AK nehme ich natürlich auch gerne mit. Ja gut, das hatte ich jetzt eigentlich anders erwartet. Der ist auch so low life eigentlich, aber das ist mir auch scheißegal. Oh mein Gott, das ist direkt neben mir im Fight, Alter. Ja moin, von irgendwo ist hier, sniped einer. Ich bleibe jetzt einfach hier drin. Soll er ruhig mit den Gleitern hochfliegen, dann ist er tot. Mann, hier ist wieder so ein scheiß Sniper-Typi, Alter. Ich muss hier raus. Okay, einfach auf. No risk, no fun. So. Ja. Irgendwie da. Ach, da haben wir doch schon mal einen Übeltäter. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, wäre ich nicht so. Guck. Doch. So lucky. Moin, sie sind beide tot. Aber da ist, glaube ich, noch einer. Ich glaube es. Ach komm, nur bist du gefahren. Ich renne halt einfach rüber. Nein, 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 nein. Hallo, von wo, von wo, von wo? Hallo, bau doch! Mann, das baut einfach nicht. Ich drücke 80 Mal diese verdammte Bautaste und der baut nicht. Sowas ist halt einfach nur Scheiße. Meine Güte, ey. Geil, jetzt macht ja auch so viel Spaß. Wie lange streame ich jetzt? Stream ungefähr. Ich wollte eigentlich eine Stunde ungefähr streamen. Ja, ist es jetzt. Noch eine kurze Runde und Tilted und dann passt das auch schon wieder. Dann mache ich langsam auch wieder den Stream aus. Aber ihr dürft euch freuen. Es werden noch mehr Streams auf meinem Kanal jetzt dieses Wochenende dann kommen.
Gleich muss ich erstmal etwas anderes machen. Danach streame ich dann, glaube ich, nochmal ein bisschen. Fortnite oder FIFA muss ich mal gucken. Und ja, irgendwann denn. Ja, funktioniert das alles auch denn wieder so. Wie lange stream ich jetzt? Stream ungefähr. Ich wollte. Ja. Also. Ich freue mich schon auf das Dingsens hier, auf diesen neuen Ort da. Dieses Gotham City von Batman. Das ist geil. Und ich finde es dumm, dass es halt dann Tilted Town kommt. Tilted Town mochte ich eigentlich voll. Da hat man halt so eine kleine Challenge, weil man halt keine Dingsens hat, ne? Geil, ich habe einen Kumpel gefunden. Sogar zwei. Ja, moin. So, okay. Jo. Ich muss erstmal überlegen. Ich finde das, naja. Guck mal, da gucken sogar so eine Splitter raus. Naja. So, ab geht's. Anvisieren, Tilted Town. Greasy Grove ist irgendwie geil so, weil da kann man halt wenigstens abbauen. Und da findet man guten Loot. Ich finde, man hätte in Tilted kein Bauen machen können. Dafür aber, dass man zerstören kann. Finde ich. Hätte man so machen können. Kein Bauen darf zerstören in einem anderen Ort, denn kein Zerstören. Okay, geil. Das wird jetzt. Nein, so knapp, Alter! Wie viele Leben hat der denn noch? 31, ich hätte ihn noch einmal treffen müssen, nur es hat wieder gelaggt. Ja, geil. Auf jeden Fall, ja, würde ich schon sagen, das war's mit diesem Stream. Bis, also die Streams werden jetzt nicht so lang sein. Eine Stunde ist halt in Ordnung, so irgendwie. Ja, eine Stunde und 6 Minuten jetzt. Würde ich sagen, das war's mit diesem Stream. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.